Hallo zusammen und herzlich willkommen zur zweiten Infoveranstaltung zur integrierten Wärmewende Wilhelmsburg, kurz IW3. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Mein Name ist Katharina Heckendorf und ich werde heute durch die Veranstaltung führen. Wir widmen uns heute speziell der Geothermiebohrung in Wilhelmsburg. Sie haben es vielleicht auf dem Flyer in Ihrem Briefkasten gesehen oder sind dort auch schon mal vorbeigefahren. Da passiert gerade einiges und so viel kann ich auch schon mal verraten. Es ist ziemlich zukunftsweisend. Wussten Sie zum Beispiel, dass Privathaushalte mehr als 3/4 ihres gesamten Energieverbrauchs allein dafür aufwenden, dass ihre Wohnungen und Häuser warm sind? Bislang kommt die Energie dafür vor allen Dingen aus fossilen Quellen, also Kohle, Öl oder Gas. Und da versteckt sich ein riesiges Klimaschutzpotenzial, für das die Geothermie ein wichtiger Bestandteil sein könnte. Bevor wir jetzt tiefer ins Thema einsteigen, noch ein paar Infos zum Ablauf. Sie erwarten gleich zwei spannende Filme und dann hat das Team von Hamburg Energie drei Vorträge vorbereitet. Danach ist dann Zeit für Ihre Fragen. Alles in allem bekommen Sie jetzt 90 Minuten kompakt alle Infos mit allem, was Sie zur Geothermie in Wilhelmsburg wissen müssen. Ihre Fragen können Sie uns auch schon im Verlauf der Veranstaltung schicken und zwar einfach unten. Da finden Sie so zwei kleine Sprechblasen. Da draufklicken, das kommt dann hier bei mir an. Und die Veranstaltung wird am Ende auch auf der Webseite zur Verfügung gestellt, sollten Sie noch mal was nachhören wollen oder die Sendung vielleicht sogar empfehlen wollen. Gerade wird alles vorbereitet, damit die Geothermiebohrung demnächst starten kann. Spannend finde ich, dieses Projekt ist in seiner Größe und Dimension in Norddeutschland einzigartig und wird deshalb als sogenanntes Reallabor vom Bundeswirtschaftsministerium gefördert. Die Geothermiebohrung ist eins von drei Projekten, das Hamburg Energie mit seinen Partnern umsetzt. Es ist ein lokales Projekt für die WilhelmsburgerInnen. Man kann sagen, sie alle sind irgendwie Teil davon. Das zeigt auch dieses Video, das nur von WilhelmsburgerInnen produziert wurde. Regie, Film ab. Hamburg ist die Stadt für mich und dich. Und für 1.800.000 andere Menschen. Wir arbeiten in gigantischen Fabriken und in kleinen Büros, an Land und auf dem Wasser. Wir wohnen in Häusern aus Holz und Burgen aus Beton. Wir gehen aus und aufeinander zu. Zwischen Himmel und Elbe pulsiert das pralle Leben. Aber hast du dich schon mal gefragt, woher wir die ganze Energie hierfür bekommen? Ich lebe auf einer Insel im Fluss. Hier in Wilhelmsburg träumen wir nicht nur den Traum der Energiewende, sondern versuchen ihn zu leben. Der Energiebunker zum Beispiel versorgt fast 1000 Haushalte mit Wärme aus erneuerbaren Energien. Und dieser Berg war mal ein giftiger Schandfleck. Jetzt wird hier grüne Energie auf den Resten der Vergangenheit gewonnen. Ist das schon das Ende der Wärmewende? Für uns alle brauchen wir doch noch viel, viel mehr. Wir brauchen neue Antworten auf die alten Fragen. Klar können wir uns, unsere Geräte und unsere Häuser optimieren und noch weniger verbrauchen. Aber auch für sehr gut gedämmte Gebäude wird noch Wärme benötigt. Und neben Wärme brauchen wir doch auch Strom aus erneuerbaren Quellen. Wie soll das denn alles gehen? Helfen uns hier Fortschritt und Forschung? Ich habe gehört, dass hier jetzt Geothermie am Start ist. Stimmt das? Und ganz nebenbei, wie geht das eigentlich genau? Geothermie ist eigentlich total einfach. Das bedeutet nämlich, dass wir die Wärme, die im Innern unserer Erde vorhanden ist, nutzen für die Wärme in unseren Haushalten. Wir bohren in die Erde und holen das warme Wasser nach oben. Das geht über einen Wärmetauscher, wo es seine Wärme abgibt. Und dann leiten wir das Wasser über eine zweite Bohrung zurück in die Erde, wo es dann wieder zur Förderbohrung strömt und sich in der Zeit erwärmt. Also es ist ein voll regenerativer Kreislauf. Und da die Wärme so einen großen Teil unserer CO2-Emissionen ausmacht und einen großen Teil auch unseres Gesamtenergieverbrauchs, ist es ein Riesenschritt. Wir haben die Wärme lokal verfügbar. Wir sind in Wilhelmsburg, wir nutzen sie in Wilhelmsburg, wir müssen sie nicht lang transportieren. Das ist ein ganz großer Vorteil. Und die Wärme ist in Massen dort unten in unserer Erde. Und das ist ein ganz wichtiger Bestandteil, um zu einer fossilfreien Zukunft zu kommen. Wir wollen sie dann an alle Wilhelmsburgerinnen und Wilhelmsburger, die angeschlossen sind über unser Verteilungsnetz, über den Energiebunker, verteilen.
weit so gut. Dann ist ja an alle gedacht. An die neuen Nachbarn in den Quartieren, da kommen ja einige auf uns zu. Und an all jene, die schon hier leben. Mir scheint, Hamburg ist bereit für den Weg zur klimagerechten Stadt. Mit Sicherheit für die Industrie, einer Perspektive für die Umwelt und einer echten Zukunft für uns Menschen. Die Wärmewende in Hamburg? Jetzt kann sie kommen. Ja, warum hier ganz konkret am Traum von der Energiewende gearbeitet wird, das wird jetzt Thomas Tim Sewicke erklären. Er ist Diplom-Ingenieur und leitet bei Hamburg Energie den Bereich der Energieerzeugungsanlagen, kümmert sich also zum Beispiel um Windkraftanlagen oder den Energiebunker in Wilhelmsburg. Außerdem ist er Geschäftsführer der Hamburg Energie Geothermie GmbH und leitet das Projekt seit 2013. Herr Sewicke, ist Hamburg auf dem Weg zur klimagerechten Stadt und wie trägt die Geothermie dazu bei? Ja, Frau Heckendorf, erstmal herzlichen Dank für die nette Begrüßung und Einführung in das Thema. Wie man sieht, geht und im Film gut sehen konnte, geht Klimaschutz ja uns alle an. Und ich würde sagen, Wilhelmsburg ist eben auch eine Riesenchance, die wir dort ergriffen haben, um regenerativ Wilhelmsburg zukünftig versorgen zu können. Erlauben Sie mir, mit ein paar Schaubildern einmal zu unterstreichen, wie letztendlich, was unsere konkreten Pläne in Wilhelmsburg sind. Und ich möchte gerne noch mal aufgreifen, die Effekte der Wärmewende, die Sie auch schon angesprochen haben. Also über 60% der Energien, der CO2-Emissionen werden von Wärmeenergie in Deutschland erzeugt. Und in Privathaushalten ist es noch extremer. Das heißt, fast 90% der Energie, die Sie verbrauchen in Privathaushalten, Sie und ich zu Hause, geht in Wärme und zwar in Heizenergie und in Warmwasserenergie. Und deswegen ist es uns so wichtig, dass wir jetzt an der Schraube ansetzen. Sie wissen, dass wir im Strombereich schon viel weiter sind in Deutschland mit Wind und Solar. Aber im Wärmebereich haben wir noch einiges aufzuholen. Und daran soll eben genau diese Technologie und dieser Meilenstein hier in Norddeutschland auch jetzt arbeiten. Geothermie ist im Vergleich zu anderen Energien dafür sehr, sehr gut geeignet für das, was wir vorhaben. Also erstmal muss man sagen, Geothermie ist unerschöpflich als Vorrat. Durch den Erdkern, durch den heißen Erdkern haben wir da mehr als genug Wärme auch dauerhaft zur Verfügung. Es ist klimafreundlich, es ist CO2-neutral und das ist eine Besonderheit zu anderen, zu Wind und Sonne. Im Vergleich, diese Energie ist rund um die Uhr verfügbar. 24 Stunden, 365 Tage, da gibt es keine Ups und Downs, sondern diese Energie ist konstant verfügbar. Und das wollen wir uns in Wilhelmsburg zunutze machen und planen deswegen hier eine Bohrung und runterzubringen auf 3500 Meter. Genauer gesagt zwei Bohrungen. Darauf komme ich gleich nochmal zu sprechen. Aber zur Einordnung, es gibt verschiedene Arten von Geothermie. Und wir arbeiten hier mit einer tiefen Geothermie. Wir sind also wirklich mehrere tausend Meter tief. Und die Besonderheit von dem, und das können Sie hier auf dem Schaubild auch im mittleren Kasten ganz gut sehen, ist, dass wir in ein hydrothermales System gehen. Das heißt, wir gehen in einen wasserführenden Sandsteinleiter und eben nicht wie in anderen Gegenden von Deutschland notwendig bis runter bis in karstige Gesteine. Wir werden also keine Risserzeugung machen müssen. Fracking ist bei uns nicht notwendig, sondern wir können uns die Energie aus dem wasserführenden Sandsteinleiter nach oben holen und werden sie dann anschließend für Wärmeproduktion nutzen. Und falls wir mehr Energie notwendig haben sollten, als wir tatsächlich für die Wärme brauchen können, dann planen wir das auch noch für die Stromproduktion zu nutzen. Wie eine Geothermie besser funktioniert, kann ich eigentlich besser als im Film gar nicht mehr darstellen. Aber ganz grundsätzlich gesagt haben wir zwei Bohrungen. Sie sehen hier links die Produktionsbohrung, wo die Energie aus dem Boden geholt wird, und eine Injektionsbohrung. Das heißt, dieselbe Wassermenge und dasselbe Wasser, was rausgezogen wird, wird abgekühlt auch wieder in den Sandstein verbracht.
In dem zweiten Kreislauf, der darüber angesiedelt ist, wird über einen Wärmetauscher das Wärmenetz betrieben und werden so der Wohnungsbau und die Industrie in Wilhelmsburg mit Wärme versorgt werden. So. Ich wollte Ihnen noch mal sagen, wo sonst Geothermie in Deutschland eigentlich Anwendung findet. Und da können Sie auf dieser Karte so ganz grob erkennen, dass eigentlich im Süddeutschland das üblicher ist. Also in der Molasse rund um München und im Oberrheingraben Süddeutschlands haben wir deutlich mehr Geothermiebohrungen. Dort ist da schon sehr früh und sehr viel zu diesem Thema gemacht worden. Und insbesondere die Stadtwerke München sind uns hier ein großes Vorbild, weil die letztendlich dabei sind, eine Bohrung nach der anderen abzuteufen. Dort unten planen mehr als 16 Geothermieanlagen, um ihre gesamte Wärmeproduktion 100% ab 2040, und ich glaube, dieses Ziel dürfte im Augenblick eher nach vorne gezogen sein, eben auf 100% auf regenerative Energien umzusteigen. Aber in Norddeutschland gibt es übrigens auch gute Beispiele. Es ist nicht so, dass es hier gar keine Beispiele gibt. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es in Neustadt-Glewe ein bereits seit 1990 erfolgreich in Betrieb gebrachtes Kraftwerk für Geothermie, das dort eine Wärmeversorgung macht für Wohnungen im Umfeld. Und wir haben in Schwerin, das ist hier jetzt auf dem Schaubild nicht dargestellt, ist letztes Jahr eine erfolgreiche Bohrung runtergebracht worden, auch zur Wärme. Also müssen wir jetzt nur hier weiter im Westen, im Hamburger Raum ran und planen hier letztendlich, und das soll dieses Schaubild Ihnen einmal darstellen, damit Wilhelmsburg regenerativ zu versorgen. Wir wollen also mit der Geothermieanlage am Bohrplatz an der alten Schleuse am Schlengendeich sowohl die Bestandsquartiere, also bestehende Quartiere, als auch die neu in Entwicklung befindlichen Quartiere versorgen. Das wurde ja auch im Film angesprochen, dass es hier Veränderungen gibt, dass hier auch viel Neubau und Zuzug demnach neuer Einwohner nach Wilhelmsburg kommen wird. Aber wir versorgen hier sowohl die Gebiete um den Energiebunker, die wir heute schon mit Wärme versorgen. Das sind also Bestandsgebiete, aber eben auch rechts in der Grafik sichtbar die Quartiere vom Rathausviertel bis hoch zum Spreehafenviertel. Das sind Quartiere, die sich ja erst noch im Bau, im Augenblick in der Bauplanung, zukünftig im Bau befinden werden. Und wir haben die einmalige Chance, diese gesamten Quartiere zukünftig mit geothermischer Wärme, und zwar CO2-neutral, zu versorgen. Das ist eine riesige, riesige Chance. Und damit sind wir letztendlich hier auch ein Vorbild für norddeutsche Städte und für Kommunen. Wir hoffen, dass wir mit der Bohrung, die wir hoffen, erfolgreich hier abzuteufen, zeigen können, welches Potenzial in der Technologie steckt, und dann, dass auch andere Kommunen dem Vorbild folgen und beginnen, hier auch Geothermie für die Wärmeversorgung in Norddeutschland einzusetzen. Das alles, können Sie sich ungefähr vorstellen, ist auch der Grund dafür, warum wir vom BMWI hier sehr umfassend gefördert worden sind, warum wir zu einem von 20 Reallaboren auserkoren worden sind in Deutschland insgesamt, und warum wir hier jetzt auch eine große Verantwortung haben, dieses vernünftig zu Ende zu bringen. Was haben wir da in der Vergangenheit alles gemacht? Das Projekt ist seit vielen, vielen Jahren entwickelt worden. Es mussten unheimlich viele Rahmenbedingungen geschaffen werden, um am Ende sagen zu können, jetzt können wir loslegen. Wir haben hier auf dem Bohrplatz am Schlengendeich Kampfmitteluntersuchungen durchgeführt. Wir haben alle Genehmigungen eingeholt. Wir haben den Boden sehr genau untersuchen müssen. Wir haben bereits seit einiger Zeit eine seismische Messstation in Betrieb, wo wir die seismischen Aktivitäten von Anfang an aufzeichnen werden, um da über jeden Zweifel erhaben zu sein. Und der Bohrplatz wurde vorbereitet. Wir werden das gleich noch genauer sehen. So, dass ich jetzt sagen kann, wir freuen uns wirklich darauf,
dass wir jetzt sagen können, wir fiebern dem Bohrstart Anfang des Jahres entgegen. Alle Maßnahmen sind dafür getroffen und das ist auch der Grund für die heutige Informationsveranstaltung. Nochmal, ich freue mich wirklich sehr, dass das zustande kommt und ich hoffe, dass wir damit den Brückenschlag zwischen dem Projekt und der Bevölkerung und Ihnen in Wilhelmsburg, allen Interessierten in Wilhelmsburg dort schlagen können. Wie das genau auf dem Bohrplatz insgesamt aussieht, das zeigt nochmal ein zweiter Film, der jetzt eingespielt wird. Und da spricht zu Ihnen der Moritz Scharnke, der ebenfalls für die Hamburg Geothermie unterwegs ist. Vielen Dank. Vielen Dank, Thomas Simsewicke. Und herzlich willkommen auf unserer Geothermie-Baustelle an der Alten Schleuse in Hamburg-Wilhelmsburg. Das Betonfundament hinter mir ist nahezu fertiggestellt für das Aufstellen der Bohranlage. Gerade wird noch das Turmfundament im mittleren Bereich fertiggestellt, wo später der Bohrturm aufgebaut werden wird. Hinter mir kann man die massive Betonplatte sehen, welche den Untergrund für den Bohrturm und das zukünftige Geothermiekraftwerk bildet. Mit der Errichtung des Bohrturms wollen wir in den nächsten Wochen beginnen. Wir kommen hier wirklich gut voran und sind zuversichtlich, dass wir Anfang des Jahres mit der Bohrung starten können. Ein wichtiger Meilenstein für unser Projekt und für die nachhaltige Wärmeversorgung von Wilhelmsburg. Und damit gebe ich zurück an unsere Moderatorin Katharina Heckendorf. Dankeschön an Thomas, Tim Sewicke und Moritz Scharnke. Dieses Projekt wird von Forschenden ganz genau beobachtet, denn es hat das Potenzial, die Energielandschaft in Norddeutschland zu verändern. Was ist aus wissenschaftlicher Perspektive eigentlich das Besondere daran? Das schaut sich jetzt Dr. Carsten Hansen genauer an. Er ist Geologe und kümmert sich bei Consul Aqua, einem Tochterunternehmen von Hamburg Wasser, darum, dass das Grundwasser geschützt wird. Diese Expertise nutzt er auch als Forschungskoordinator und Projektleiter bei Hamburg Energie Geothermie. Herr Hansen, wo genau wird denn da jetzt gebohrt und worauf muss man da Acht geben? Ja, Frau Heckendorf, ja, vielen Dank für die Überleitung und ja, ich freue mich, dass ich die Gelegenheit habe, kurz zu berichten, welche Potenziale Geothermie in Norddeutschland hat. Thomas Simsewicke ist ja schon ein wenig darauf eingegangen, wie der geologische Untergrund unter Hamburg aufgebaut ist. Ich möchte Ihnen gerne erläutern, wie die Bohrungen verlaufen sollen und auch, da haben Sie gerade besonders nachgefragt, welche technischen und welche wissenschaftlichen Ziele damit verfolgt werden. Wir sind auf der Deutschlandkarte die Bereiche, in denen es sozusagen ein große hydrothermale Energieressourcen, ein große geothermische Potenziale gibt. Das ist im Süden das Molassebecken, das Beispiel ist schon München, die stark darauf setzen. Das ist der Oberrheintalgraben, aber Sie sehen auch einen großen grauen Bereich in Norddeutschland, das ist das Norddeutsche Becken. Es gibt also einen großen Raum, der ein großes Potenzial für geothermische Nutzung aufweist. Und mittendrin sind wir, mittendrin ist IW3 mit Wilhelmsburg. Geothermie ist sozusagen ein natürlicher Rohstoff, ein natürlicher Bodenschatz. Und wir nutzen einen natürlichen geothermischen Gradienten. Der liegt ungefähr bei 3 Grad pro 100 Meter. Das heißt, alle 100 Meter wird es etwa 3 Grad wärmer. Das mag regional ein bisschen variieren, aber so als Faustformel funktioniert das ganz gut. Wenn wir davon also ausgehen, dass das Grundwasser 10 Grad Celsius hat, sozusagen oberflächennah, dann haben wir in 1000 Meter Tiefe schon 40 Grad, in 2000 Meter 70 Grad, in 3000 ungefähr 100 Grad. Und wir erwarten hier in den Rätsandsteinen in 3,5 Kilometer Tiefe etwa 130 Grad heiße Thermalwasser, die wir nutzen wollen. Wo liegt das Projekt? Wir sind in Wilhelmsburg, zentrale Lage auf der Elbinsel. Wir sehen hier nahe des Reiherstiegs in einem Industrie-Gewerbegebiet im Bereich des Hafens. Wenn wir ganz dicht ranzoomen, dann sehen Sie, das liegt hier zwischen dem Schlängendeich, Ecke Alte Schleuse und dem Währingkanal. Das ist die geografische Lage, von wo wir die Bohrung aus niederbringen wollen. Aber wie sieht denn der Untergrund aus? Und da möchte ich erstmal auf eine etwas größer maßstäbliche Karte gehen. Sie sehen den Umriss von Hamburg. Sie sehen in Blau hervorgehoben die Elbe, die Norderelbe, die Süderelbe und da drin sozusagen
Wilhelmsburg. Und drumherum sehen Sie in verschiedenen Farben, in Blau- oder Türkistöne, sehen Sie Salzstöcke, Salzstrukturen. Hamburg und gerade Wilhelmsburg ist sozusagen ein wenig von Salzstöcken umzingelt. Und wenn wir jetzt ein geologisches Profil aufrufen von einem Salzstock in Richtung Wilhelmsburg, dann sieht das so aus, dass wir hier den Salzstock haben. Und das sind Salze, Zechsteinsalze, die aus großer Tiefe, 4-5 Kilometer Tiefe, im Laufe von Jahrmillionen aufgedrungen sind und jetzt diese Salzstöcke bilden. Und durch diese Salinartektonik, sagen wir dazu, sind natürlich im Nahbereich die Erdschichten ein wenig mit aufgebogen, ein wenig verstellt. Wir in Wilhelmsburg sind möglichst weit weg von diesen Salzstöcken. Hier haben wir eine weitaus ruhigere, horizontalere Lagerung. Das ist dann hier in diesem geologischen Profil im Norden dargestellt. Das Zielreservoir, das wir erbohren wollen, sind Sandsteine des Rät. Die gehören zur geologischen Einheit der Trias. Wenn man so eine Bohrung plant, dann kommt es darauf an, dass man eine möglichst gute geologische Kenntnis zum Aufbau des Untergrundes hat. Wie kommt man dazu? Wir haben geologische Kartenwerke, es gibt einen geotektonischen Atlas, wo sozusagen all die Informationen von vielen Bohrungen, und das sind fast immer Erdöl-Erdgas-Bohrungen gewesen, eingepflegt worden sind. Wir haben uns viele Altbohrungen aus der Umgebung angesehen. Wir haben aber auch Seismikdaten, seismische Profile interpretieren lassen. Und ich möchte Ihnen jetzt sozusagen für den Standort, für den Nahbereich einen Verlauf eines seismischen Profils, es ist von West nach Ost gelaufen, darstellen. Und Sie sehen hier den Untergrundaufbau durch bis in die 3,5 Kilometer Tiefe, wo dann die Sandsteine erwartet werden. Also aus solchen seismischen Auswertungen haben wir eine recht gute Vorstellung über den Aufbau des Untergrundes. Unsere Bohrung befindet uns hier und die geht dann durch diese Stelle im Profil runter. Das ist sozusagen das, woran wir uns orientieren. Jetzt muss man natürlich auch wissen, wenn man so eine Bohrung plant, was stehen da für Gesteine an? Das ist das, was wir als Vorprofil nennen oder bezeichnen. Das ist die Grundlage für die Bohrplanung. Sie sehen hier oben die Erdoberfläche. Wir sind ziemlich nah, also sozusagen auf Meeresspiegel, knapp drüber, 5 Meter vielleicht. Die erste Einheit sind Sande und Tonstone des Quartärs, Geschiebemergel. Das sind eiszeitliche Ablagerungen. Die reichen hier bis ungefähr 190 Meter Tiefe. Unterhalb der Quartären Sande und Tone folgt dann das Tertiär. Im oberen Bereich ebenfalls Sand und Ton. Unterhalb folgen dann eigentlich nur noch bis 1900 Meter Tiefe Ton, Schluft. Das ist auch ein sehr feinkörniges Material, nah am Ton. Und ganz unten, dann wird sozusagen dieses weiche, der weiche Ton fester und geht über in Tonsteine. Warum weise ich besonders auf die Sande im oberen Bereich der tertiären Schichtenfolge hin? Hier zusammen im Quartär befinden uns sich die drei wichtigen Grundwasserleiter, aus denen Hamburg mit Trinkwasser versorgt wird. Im Bereich Wilhelmsburg allerdings nicht mehr. Wenn Sie sich an die vorherige Folie erinnern mit den Salzstöcken, das führt dazu, dass es lokal bereichsweise zu einer gewissen Versalzung des Trinkwassers gekommen ist, des Grundwassers gekommen ist, natürlicherweise. Das ist hier in Wilhelmsburg der Fall. Aber hier oben sind Grundwasserleiter, die sind natürlich trotz allem besonders geschützt. Unsere Bohrung ist jetzt auf 1900 Meter, hat das erste Mal Tonstein, das erste Mal Festgestein erreicht. Und innerhalb dieser tertiären Abfolge finden wir zwei interessante Horizonte, den neuen Gamma-Gassand und die Glinde-Sandstein. Das sind ebenfalls potenziell für geothermische Nutzungen interessante oder wichtige Horizonte. Wir wollen allerdings tiefer. Wir werden dann weiter bohren, und zwar durch die Kreide. Die Kreide besteht im Wesentlichen aus Kalkstein, Kreidekalken und Mergel. Wenn Sie zum Beispiel Bilder der Kreideküste von Rügen kennen oder sich ins Gedächtnis rufen, diese weißen Kalksteine, das ist genau das, was wir dann zwischen 1900 und 2500 Meter Tiefe durchbohren werden. Unterhalb der Kreide kommt der Jura. Der Jura besteht im Wesentlichen aus Tonsteinen, aber innerhalb dieser mächtigen Jura-Tonsteine sind ebenfalls zwei Sandsteinbänke eingelagert, zwei Dogger-Sandsteine. Hier wird es schon interessant für die Geothermie. Hier haben wir schon Temperaturen von 70, 80 Grad
zu erwarten. Die gucken wir uns natürlich auch an. Aber wir wollen noch tiefer. Unterhalb des Juras folgt dann endlich die triassischen Sedimente. Der Obertrias mit den sogenannten Rätsandsteinen befinden sich dann zwischen 3200 und 3400 Meter. Das ist auch unsere geplante Endtäufe für die Bohrung. Und hier die Rätsandsteine, das ist der Zielhorizont, in den wir rein wollen. Wenn man jetzt natürlich auf der Bohrstrecke so viele potenziell interessante, geothermisch nutzbare Gesteinsformation schon mal durchbohrt, dann wäre es ja eigentlich sehr praktisch, wenn wir möglichst viele Erkenntnisse gewinnen. Und dieses wirkt durch Zusammenarbeit mit dem Forschungsvorhaben. Das ist das Forschungsvorhaben Mesotherm, was zusammen mit der Georg-August-Universität Göttingen und das LIAG, das Leibniz-Institut für angewandte Geophysik, bearbeiten. Mit diesen Institutionen arbeiten wir an dieser Bohrung zusammen. Und Ziel ist es, alle Informationen aus geothermisch interessanten, relevanten Gesteinsschichten auf unserem Weg durch die Bohrung zu nutzen. Und Mesotherm hat eben sich als Zielsetzung gesetzt, Fündigkeitsrisiken mitteltiefer hydrothermaler Reservoire zu minimieren, weil das natürlich eine wichtige Voraussetzung ist, um Geothermie als Grundlage für eine Wärmewende in der Fläche zu etablieren. Und es gibt sehr viele seismische Profile, meist von der Erdgasindustrie. Aber es wäre doch toll, wenn man aus solchen seismischen Profilen, die vorhanden sind, mittels intelligenter Verfahren sozusagen herausfinden könnte, wo geeignete Formationen für eine geothermische Nutzung ist. Das ist eines der Ziele. Entwicklung neuartiger Fündigkeitsprognosen und, da sind wir sehr dankbar, eben auch eine wissenschaftliche Begleitung für unser Vorhaben und Durchführung eigener wissenschaftlichen Untersuchungen, an denen dann die von den Mesotherm-Forschern entwickelten Methoden überprüft, validiert werden können. So erzeugen wir sozusagen aus einem lokalen Vorhaben einen Nutzen für die Gesellschaft und für die Entwicklung der Geothermie auch im Bereich des norddeutschen Beckens. Was sind das für Untersuchungen? Was wollen wir machen? Wir werden also intensiv mit unseren Partnern zusammen geophysikalische Bohrlochmessungen durchführen auf wissenschaftlichem Niveau. Wir wollen ein vertikales seismisches Profil durchführen. Das heißt, wir durchschallen sozusagen zu einem frühen Zeitpunkt die Bohrung und haben dadurch frühzeitig die Möglichkeit, einen genaueren Untergrundaufbau feststellen zu können. Das ist natürlich wichtig bei der Bohrplanung. Wir werden sogenannte Formationstests machen. Wie reagieren denn diese geothermisch nutzbaren Horizonte und was sind da denn für Thermalwässer drin? Alles wichtige Fragen, die eben für die Etablierung der Geothermie genutzt werden können. Und es geht darum, aus den relevanten geothermischen Formationen, aus den Doggersandsteinen und aus den Rätsandsteinen Bohrkernen für detaillierte geologische Untersuchungen gewinnen zu können. Und das, was uns jetzt als Hamburg Energie Geothermie besonders interessiert, ein hydraulischer Test des Reservoirs. Wie ergiebig sind denn die Rätsandsteine? Wie viel Leistung können wir gewinnen? Das ist natürlich das, was uns dann besonders interessiert. Wie geht es also weiter? Für uns ist es erst nach dem Abläufen der Bohrung und dem hydraulischen Test, und wenn der hoffentlich erfolgreich ist, dann geht es weiter, dass wir die zweite Bohrung gleich im Anschluss niederbringen werden. Diese zweite Bohrung wird ebenfalls am gleichen Standort niedergebracht, allerdings, das sehen Sie hier, bis in etwa 2 Kilometer Tiefe, ebenfalls vertikal. Und dann wird sie unter Einsatz von Richtbohrtechnik abgelenkt und läuft dann ungefähr mit 45 Grad in dieses geothermische Reservoir der Rätsandsteine ein. Und Sie sehen in dem beiliegenden seismischen Profil, dass diese Rätsandsteine ein wenig nach Süden einfallen. Das heißt, hier sind sie tiefer. Und da erwarten wir die Rätsandsteine so in 3, 6, 3, 7 Kilometer Tiefe. Und wenn wir die zweite Bohrung niedergebracht haben, wird sich daran dann ein Fündigkeitstest anschließen, ein Zirkulationstest, wo man das erste Mal aus der Förderbohrung, das ist die abgelenkte in rot dargestellte Bohrung, Wässer fördert und sie dann ebenfalls in die Vertikalbohrung, die erste Bohrung, einleitet. Hier testen wir sozusagen die Betriebsweise unserer geothermischen Dublette
Und daran würde sich dann der Bau des Heizhauses und die Inbetriebnahme des geothermischen Systems anschließen. Integrierte Wärmewende Wilhelmsburg. Durch die Einbindung Geothermie wollen wir gemeinsam lokal ökologische CO2-freie Wärme sicher und verlässlich nutzbar machen. Das ist ein sehr aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Mehrere tausend Haushalte sollen damit mit geothermischer Wärme versorgt werden. Das ist, und das kann man sich in der Stadt gut vorstellen, natürlich auch ein Beitrag zum Flächenschutz, da fast alle unsere Anlagen unter Tage sind, brauchen wir natürlich nur sehr wenig Platz, kaum Platzbedarf. Und wir wollen wissenschaftliche Grundlagen schaffen, wir wollen dabei mitwirken, um die mitteltiefe und tiefe Geothermie eben stärker einbinden und fördern zu können im Rahmen einer Wärmewende. Und wenn uns das gelingt, dann sind wir wirklich eines der Reallabore der Energiewende. Vielen Dank. Danke, Carsten Hansen. Ja, ich kann mir vorstellen, Sie haben jetzt vielleicht die eine oder andere Frage. Sie können hier unten auf dieses Chat-Symbol klicken. Wenn Sie im Vollbildmodus sind, bitte einmal, dann geht's glaube ich auch, ne? Ja, Entschuldigung. Dann können Sie einfach uns Ihre Fragen schicken. Und jetzt kommen wir zu der Sache, wo der Vollbildmodus vielleicht ausgeschaltet werden sollte. Wir haben nämlich ein kleines Quiz für Sie vorbereitet. Sie finden unter dem Videofenster einen Link zu Mentimeter. Das ist eine Plattform, da können Sie jetzt gerne abstimmen. Und zwar lautet unsere Quizfrage: Wie viele Geothermieanlagen für tiefe Geothermie sind in Deutschland in Betrieb? A12, B22, C42. Ja, Herr Hansen, vielleicht können Sie mir da noch mal helfen. Ab wann ist denn eine Geothermieanlage tief? Genau, ja, das ist, klingt nach einer einfachen Frage. So einfach ist es gar nicht zu beantworten, je nachdem, wen man so fragt. Aber wenn man dem Geothermieverband sozusagen folgt, dann würde man da die Grenze über 400 Meter ziehen. Also ich glaube, im Sinne Ihrer Frage Anlagen, die tiefer als 400 Meter sind. Ja, also, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, die Frage an Sie: Wie viele Geothermieanlagen für tiefe Geothermie sind in Deutschland in Betrieb? Sie können auf menti.com abstimmen oder im Link, den Sie unter dem Video finden. Der Code ist 43476628. Ja, und eine Anlage gilt als tief, wenn sie weiter als 400 Meter unter der Erde liegt oder das Wasser von dort holt. Ich wiederhole die Frage noch einmal: Wie viele Geothermieanlagen für tiefe Geothermie sind in Deutschland im Betrieb? A12, B22, C42. Ja, ich sehe hier auf dem Bildschirm schon die ersten Abstimmungsergebnisse. Vielleicht warten wir noch einen Moment. Ich will nicht zu viel verraten. Also, stimmen Sie gerne ab. Unter dem Link unter dem Video bei Mentimeter oder Sie können einfach auf menti.com gehen und dort den Code 43476628 eingeben. Und zwar lautet die Frage: Wie viele Geothermieanlagen für tiefe Geothermie sind in Deutschland in Betrieb? A12, C22, B22, Entschuldigung, oder C42? Es tut sich immer noch was. Insofern würde ich vielleicht auch noch mal warten. Es sieht so aus, als hätten doch... jetzt hat sich das so verändert, dass die meisten Abstimmenden das tatsächlich richtig beantwortet haben. Also 8 Leute haben abgestimmt, dass C42 Anlagen in Betrieb sind. Und das ist richtig. Darunter sind 30 Heizkraftwerke, also die produzieren Wärme, und das ist genau das, was in Wilhelmsburg auch geplant ist. Außerdem sind darunter 9 Heizkraftwerke, da wird Strom und Wärme erzeugt, und 3 Kraftwerke,
da wird nur Strom produziert. In den Anlagen werden 350 Megawatt Strom und Energie erzeugt. Und damit kann man theoretisch 63.000 Haushalte mit Wärme versorgen. Also das ist genau dieses Klimaschutzpotenzial, was ich zu Beginn angesprochen habe. Ja, 3.500 Meter unter der Erde, das haben wir eben gehört, wird demnächst in Wilhelmsburg gebohrt. Und ich denke, man kann sagen, das ist ein ziemlich dickes Brett, durch das man da durch muss. Das hat auch der Vortrag von Carsten Hansen nochmal gezeigt. Welche Technologien da jetzt eingesetzt werden, um überhaupt so tief in die Erde zu kommen, das weiß Dr. Kerstin Müller. Sie ist Geologin und bringt jahrelange Erfahrung mit Tiefenbohrungen aus der Erdölindustrie mit. Und dieses Wissen möchte sie jetzt für mehr Klimaschutz bei Hamburg Energie als Projektmanagerin einsetzen. Frau Dr. Müller, was begeistert Sie am Thema Tiefenbohrung? Ja, hallo, herzlich willkommen erstmal von meiner Seite. Also mich begeistert daran, dass jedes Projekt irgendwie anders ist. Ich habe ja eine Vergangenheit in der Erdölindustrie und habe da auch ganz viele Bohrungen miterlebt. Und der Carsten Hansen hat ja eben schon erläutert, dass wir schon sehr viel wissen über den Untergrund, aber es ist doch immer irgendwas anders, als man es vorhergesagt hat. Und das macht es so abwechslungsreich und vielseitig. Ja, und ich freue mich jetzt heute, Ihnen die Tiefbohrtechnik ein bisschen näher bringen zu können. Ich vertrete den Leiter der Bohrtechnik der Hamburg Energie Geothermie und ich hoffe, ich werde es schaffen, Sie heute ein wenig für die Tiefbohrtechnik zu begeistern, Ihnen zu erläutern, wie eine Tiefbohranlage funktioniert und vor allem, wie wir das Bohrloch, das umliegende Gestein und ganz wichtig unsere Grundwasserhorizonte auch schützen beim Bohren. Aber zunächst möchte ich mal mit einer Dimension anfangen, also Ihnen klar machen, was bedeutet das denn eigentlich, wenn wir mit der ersten Bohrung 3.400 Meter tief bohren. Und dafür habe ich mal ein Bild vom Hamburger Heinrich-Hertz-Turm am Messegelände mitgebracht. Wenn man da davor steht, ist es ja schon ein relativ beeindruckendes Gebäude und der Messeturm ist circa 280 Meter hoch. Und wenn man den jetzt mal neben unseren Bohrpfad projiziert, das habe ich hier mal gemacht, dann sieht man, dass das nur dieser kleine schwarze Balken ist. Und wir bohren eben so tief wie 12 Heinrich-Hertz-Türme übereinander. Und um das machen zu können, brauchen wir erstmal ein sicheres Fundament. Sie haben schon Bilder vom Bohrplatz gesehen. Hier ist nochmal eins. Also wir haben vor vielen Wochen angefangen, den Bohrplatz vorzubereiten. Der Herr Sävenke hat schon erzählt, dass Erde abgetragen wurde, Pfähle gesetzt wurden. Und hier ist jetzt ein Bild davon, wie wir unsere Stahlbewehrung ausgelegt haben. Also da sind 140 Tonnen Stahlverstrebungen verlegt worden. Und auf diese 140 Tonnen Stahlverstrebungen wurden dann noch 2000 Tonnen Zement gegossen. Und das ist halt Beton gegossen. Und das ist halt so wichtig, weil wir die Bohranlage da aufstellen. Und die alleine wiegt schon etwa 800 Tonnen. Und so eine Bohranlage kommt mit sehr viel Equipment. Da sind Pumpen dabei. Da ist Bohrgestänge, das sehr schwer ist. Da werden Rohre angeliefert. Und deswegen brauchen wir halt eben so ein tragfähiges Fundament. Man sieht auf der Abbildung auch die beiden Bohrkeller mit den Bohrungsansatzpunkten. Also die stehen jetzt schon fest. Und wir hoffen, dass dann da bald auch die Bohranlage aufgebaut werden kann. Hier ist nochmal ein neueres Foto von der Betonfläche. Das war vor circa anderthalb Wochen. Und da sieht man halt, wie massiv das ist. Und zum anderen sieht man noch einen anderen Aspekt, der ganz wichtig ist. Nämlich darf keine Flüssigkeit, die auf dem Bohrplatz entsteht, ins Erdreich gelangen und sei es Regenwasser von oben. Also jegliche Flüssigkeit wird fachmännisch entsorgt auf einem Bohrplatz. Das ist ganz wichtig und so tragen wir dafür eben auch Sorge. Ja, und wie? Also ich habe hier mal zwei Bilder von Bohranlagen aus meiner Vergangenheit aus der Exploration nach Öl und Gas mitgebracht, weil bei uns noch nicht ganz genau feststellt, welche Bohranlage wir nutzen wollen. Und das linke Foto zeigt eine Anlage, die offshore, also auf hoher See eingesetzt wird. Und das war bei einem Einsatz in der deutschen Nordsee. Das war so circa 300 Kilometer vom Festland entfernt. Und da kommt man dann eben nur mit Hubschraubern hin
Und der Hubschrauber landet dann, man sieht es in dem kleinen Bild, auf so einem speziellen Landedeck. Das ist also sehr spannend, wenn man da ankommt. Und auch so eine Bohrung darf man auch nur, wenn man vorher ein Offshore-Survival-Training absolviert hat. Und das Foto daneben, das ist eine Anlage, die eben an Land gebohrt hat. Das war in Polen, südlich von Warschau. Das ist eine etwas kleinere Anlage, aber das sind so ungefähr die Dimensionen, mit denen wir dann auch arbeiten werden. Und wie funktioniert jetzt so eine Bohranlage? Das möchte ich Ihnen kurz erläutern, da die Erfinder von Bohranlagen, die hatten anscheinend eine blühende Fantasie. Deswegen steht im Titel vom Turntable zur Affenbühne. Und ja, also als erstes braucht man für so eine Bohranlage eben einen hohen Turm. Und das liegt zum Beispiel auch daran, dass oben in dem Turm, in der Mastkrone, dem sogenannten Crown Block, ein überdimensional großer Flaschenzug sitzt. Und das ist im Grunde das Hebewerk für die Bohranlage. Und daran ist ein Haken, der ist hier mit der Nummer 11 markiert. Und unterhalb von dem Haken sitzt der eigentliche, also bei modernen Bohranlagen sitzt da der eigentliche Antrieb der Bohranlage, das sogenannte Top Drive. Und das dreht und rotiert das Bohrgestänge in den Untergrund hinein. Und ein weiterer sehr wichtiger und zentraler Teil einer Bohranlage ist hier blau markiert. Das ist der Drehtisch oder auf Englisch eben der Turntable. Also da wird keine Musik gemacht, sondern da, das ist so eine Art Arbeitsbühne, wo die Bohrstangen oder das Bohrgestänge aufeinander geschraubt wird auf dem Weg nach unten. Man bohrt sich immer tiefer und bohrt immer und schraubt immer wieder eine neue Bohrstange obendrauf. Manchmal kommt es allerdings auch vor, dass man das ganze Bohrgestänge wieder rausziehen muss, zum Beispiel wenn der Meißel stumpf ist. Das kommt bei so einer tiefen Bohrung durchaus vor, dass man mal den Meißel wechseln muss. Und Sie können sich vorstellen, wenn man dann schon 1000 Meter tief ist oder sogar 2000 Meter tief, dass das eine ganze Weile dauern kann, wenn man jedes Bohrgestänge einzeln abschrauben muss. Und deswegen gibt es auf dem Bohrturm eine Vorrichtung, nämlich mit 15 markiert, das Monkey Board, die Affenbühne. Und da kann man praktischerweise mehrere aneinandergeschraubte Bohrgestänge abstellen, wenn man das Bohrgestänge wieder zieht. Und in unserem Fall können wir dann zwei aneinandergeschraubte Bohrgestänge da abstellen. Das sind dann 18 Meter. Üblicherweise ist ein Gestänge 9 Meter lang. Und bei größeren Bohranlagen geht das bis zu 27 Metern. Und auf der Affenbühne wohnt kein Affe, sondern da arbeitet der Bühnenmann. Und der steht dann da oben und passt auf, dass das Gestänge da sicher abgestellt wird. Wir treiben unsere Anlage dann übrigens elektrisch an. Also man kann solche Bohranlagen auch mit großen Dieselmotoren oder Dieselgeneratoren betreiben. Aber wir möchten auch schon beim Bohren unseren CO2-Footprint auf jeden Fall reduzieren. Und ansonsten ist ganz, ganz wichtig für dieses Tiefbohrverfahren, dass man eine Bohrspülung nutzt. Und die Bohrspülung, die stützt zum einen das Bohrloch und zum anderen bringt sie das Bohrgut, also das Bohrklein, was der Meißel produziert, an die Oberfläche. Und das möchte ich auch noch mal kurz erläutern. Das funktioniert so, man hat an der Bohranlage einen sehr großen Spültank. Der ist hier mit der 1 gekennzeichnet, da ist die Bohrspülung drin. Und die wird durch ein Steigrohr, das sieht man mit der 8 und dem roten Pfeil gekennzeichnet, nach oben gepumpt. Und dann geht es in ein flexibles Schlauchsystem, weil man ja das Gestänge rauf und runter fahren muss. Und dieser Schlauch hat so zwei markante Knicks, die werden eben auch Goosenecks oder Schwanenhälse genannt. Und über diesen Schlauch wird dann die Spülung durch das Bohrgestänge bis zum Meißel runtergepumpt. Unten am Meißel nimmt die Bohrspülung das Bohrklein auf und dann wird es hochgepumpt und wieder zurück zu dem Tank. Und die Spülung gelangt aber nicht direkt wieder in den Tank, sondern die läuft vorher über sehr große, permanent vibrierende Siebe, die sogenannten Shale Shaker. Und da wird das Bohrklein wieder von der Spülung getrennt und die gereinigte Spülung kann dann wieder ins Bohrloch zirkuliert werden. So, und wie schaffen wir das denn dann eigentlich, wirklich dahin zu bohren, wo wir hinbohren wollen? Der Herr Hansen hatte schon das Richtbohren erwähnt. Wir wollen ja in der ersten Bohrung ganz senkrecht runterbohren und in der zweiten eben abgelenkt.
Und Sie sehen hier mal dargestellt den untersten Teil des Bohrgestängels mit dem Bohrmeißel. Da hat man zum einen noch spezielle Schwerstangen und Stabilisatoren, damit man einen besonders guten Druck auf den Meißel kriegt. Und außerdem sitzt vor dem Meißel nochmal ein Motor, den man von oben bedienen kann. Und wenn wir jetzt ganz senkrecht runterbohren wollen, dann nutzt man zum einen den Antrieb von dem Top Drive, dass das ganze Gestänge rotiert, und zusätzlich den Motor am Bohrmeißel. Und wenn wir dann ablenken wollen, dann nutzt man nicht mehr das Top Drive oder nicht mehr die Rotation des Top Drives, sondern dann nutzt man ausschließlich den Motor am Bohrmeißel. Und hier ist nochmal dargestellt, wie das mit der Spülung funktioniert. Man sieht hier auch den untersten Bereich mit dem Meißel, also die Spülung kommt durch das Bohrgestänge nach unten, wird unten aus dem Meißel rausgepumpt, nimmt das Bohrklein auf und dann läuft es wieder nach oben. Und es gibt verschiedene Arten von Meißeln. Wir nutzen hier sogenannte PDC-Meißel ein. Das sind Meißel, die mit Industriediamanten besetzt sind, weil Industriediamanten extrem widerstandsfähig und hart sind. Und die sieht man hier auf diesen Rippen installiert. Und zwischen den Rippen, wenn Sie genau hingucken, sehen Sie da so Löcher, und das sind die Düsen, wo dann die Bohrspülung rausgepumpt wird. Ja, und dann wollen wir natürlich auch, wenn wir oben sind, trotzdem wissen, was für ein Gestein erbohren wir denn jetzt gerade. Und das wollen wir halt immer quasi real time, just in time, so wie es unten passiert, wissen. Und dafür gibt es auf dem Bohrplatz eine Mudlogging Unit, also eine Schlammzentrale, irgendwie die Bohrspülung, wird auf Englisch eben Drilling Mud genannt. Und in dieser Technikzentrale laufen ganz viele Daten zusammen. Also zum einen kann man da die Bohrdaten immer sehen, zum Beispiel mit welcher Geschwindigkeit bohren wir gerade, wie viel Gewicht ist auf dem Meißel. Und je nachdem, was es für Änderungen gibt, ist das schon ein Anzeichen dafür, dass wir von einem Gestein in ein anderes kommen, wenn es da einen Wechsel gibt in der Bohrgeschwindigkeit zum Beispiel. Außerdem wird die Spülung immer überwacht, auch die Gasgehalte in der Spülung, weil es durchaus mal vorkommen kann, wenn wir so tief bohren, dass in einzelnen Schichten gewisse Gasgehalte sind. Das sieht man dann auch sofort in der Technikzentrale. Und ganz wichtig sind die sogenannten Mudlogger. Das sind speziell ausgebildete Geologen, die arbeiten Tag und Nacht im Schichtsystem, und die nehmen regelmäßig Proben vom Bohrklein an diesen großen Rüttelsieben, also den Shale Shakern, die ich eben schon erwähnt hatte. Und mit diesen Proben stapfen die dann zurück in ihre Mudlogging Unit, und dann waschen die und sieben die durch ganz viele verschiedene Siebe, und am Ende werden auch die kleinsten Gesteinsteile analysiert, und auf der Basis erstellen die ein Bohrprofil. Also die können dann genau sagen, in welcher Tiefe war wie viel Sandstein zum Beispiel und wie viel Tongehalt und wie waren die Bohrparameter. Und das ist ein ganz wichtiges Tool, um immer abzugleichen, was haben wir vorher vermutet und wo sind wir jetzt wirklich? Sind die Schichten wirklich genauso mächtig, wie wir dachten? Gibt es da Änderungen? Und dann kann man da sich immer wieder gut drauf einstellen und neue Vorhersagen treffen, falls es Änderungen gab. Und das ist eben der spannende Bereich an dieser Arbeit. Genau, und dann auch ganz wichtig für so eine Bohrung, die so tief geht, ist eben, dass man die absichert. Und dafür werden diese Bohrlöcher verrohrt. So werden eben auch die oberflächennahen Grundwasserschichten auf jeden Fall geschützt. Und so eine Verrohrung ist immer teleskopartig aufgebaut. Das heißt, man fängt oben mit einem sehr großen Durchmesser an. Das kann bis zu einem Meter sein für diese Standrohre. Und nach unten wird es immer kleiner. Am Ende sind es weniger als 20 Zentimeter Durchmesser. Und diese Rohre, die müssen dann auch zementiert werden. Und es läuft immer so ab, dass man halt eine Sektion bohrt bis zu einer gewissen Tiefe. Dann setzt man die Rohre ein und dann wird Zement im Bohrloch in den Ringraum, nennt man das, also den Raum zwischen dem Rohr und dem umliegenden Gestein, gepresst nach oben. Und dann kann man wieder weiter bohren und so kommt man immer tiefer, und in den oberen Bereichen, also die halt ganz sensibel sind, da sind dann auch meistens mehrere Rohre und mehrere Zementierungen. Und wir werden voraussichtlich für unsere Zementierung 350 Tonnen Zement benötigen. Das ist schon eine relative Hausnummer.
Und ich habe ja auch noch mal zwei Bilder mitgebracht. Das war von dieser Bohranlage in Polen. Da wurden gerade Bohrer angeliefert. Da sieht man mal, wie massiv die sind. Und die können halt auch durchaus eine halbe bis 1,5 Tonnen wiegen, je nach Wandstärke und Durchmesser. Und man hat dann direkt vor der Bohranlage auch immer noch so eine Ablagefläche, wo man dann die ganzen Rohre oder auch Bohrgestänge griffbereit lagern kann. Und wenn man dann zementiert, dann wird auch nach dem Zementieren auch immer geprüft, ob der Zement auch wirklich überall da ist, wo er sein sollte. Und das macht man über verschiedene Messungen. Zum einen Temperaturmessungen, weil Zement, der abbindet, der gibt Wärme ab. Das heißt, wenn man jetzt eine niedrigere Temperatur hätte, wäre das kein so gutes Zeichen. Oder auch akustische Ultraschallmessungen. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen. Also ich wohne zum Beispiel in einer Altbauwohnung und wenn ich ein Bild aufhänge, dann klopfe ich immer mal so an die Wand und wenn das hohl klingt, ist es nicht so gut und wenn es dumpfer klingt, dann ist es was massiver. Und so ähnlich laufen diese Messungen auch ab und man kann dann da sehr gut mit feststellen, ob der Zement auch wirklich mit dem Rohr gut verbunden ist. Wenn das nicht so ist, dann wird nachzementiert. Also wir stellen da absolut sicher, dass alles dicht ist. Genau, jetzt habe ich schon erzählt, dass ganz schön viel los ist auf so einer Bohrung in einem Schnelldurchlauf jetzt mal. Also da wird ganz viel antransportiert, da wird Bohrklein abtransportiert, da werden Rohre geliefert. Also da ist immer Verkehr, während man so bohrt. Aber danach wird auch alles wieder abgebaut und zurückgebaut. Und am Ende bleibt eigentlich nur noch ein überdimensionaler Abschluss, also ein Abschluss der Bohrung mit Ventilen übrig. Und auch da waren die Erfinder offensichtlich wieder sehr fantasiereich, denn der Fachbegriff tatsächlich für dieses Konstrukt ist Christmas Tree auf Englisch. In Deutsch ist es Eruptionskreuz, leider nicht so fantasievoll. Aber um jetzt auch zum Abschluss nochmal Ihre Fantasie anzuregen, habe ich einen Christmas Tree mal ein bisschen geschmückt. Und ja, damit bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie zugehört haben und ich wünsche Ihnen Glück auf und eine schöne Weihnachtszeit. Vielen Dank. Ja, danke schön, Kerstin Müller. Ich hoffe, wir kriegen dann auch einen Wilhelmsburger Weihnachtsbaum dahin. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wir kommen jetzt zu Ihren Fragen. Wer noch nicht abgeschickt hat, findet unter diesem Video so eine Sprechblase. Da bitte einmal draufklicken und abschicken. Also komme ich zur ersten Frage. Die ist an Herrn Hansen. Was passiert mit der Wärme, wenn sie gerade nicht gebraucht wird? Also zum Beispiel im Sommer. Ja, das ist eine gute Frage. Da haben wir uns im EW3 natürlich auch was dazu überlegt. Lass mal gucken, jetzt komme ich langsam ins Bild. Jawohl. Die tiefe Geothermie soll möglichst das ganze Jahr über Wärme produzieren. Aber Sie haben recht, im Sommer, sogar in Hamburg, braucht man die vielleicht nicht immer. Unsere Idee ist, dass wir diese Wärme nehmen und sie in einen Aquifer-Wärmespeicher transferieren. Das heißt, wir nehmen die Wärme, speichern sie in einer oberflächennahen Bereich, in einem Grundwasserleiter, der allerdings hier versalzen ist, und können sie dann im Winter, wenn man besonders viel Wärme hat, sozusagen wieder zurückholen. Und ja, damit verdoppeln wir quasi die Leistung der Geothermieanlage. Also holt man das sehr heiße Wasser hoch und speichert das dann in Schichten, die aber nicht mehr ganz so heiß sind. Habe ich das richtig verstanden? Im Prinzip ja, allerdings nicht das Wasser selber. Das bleibt ja in der Geothermieanlage in einem geschlossenen Kreislauf, sondern wir werden nur die Wärme an einen anderen Ort bringen und sie dort saisonal zwischenspeichern. Nur die Wärme, nicht das Wasser. Oh, jetzt kommt eine Fachfrage, sehe ich gerade. Die ist von Wolfgang Hatscher-Bülk. Wie groß ist die MTBF-Zeit? Mean Time Between Failure. Also wie lange kann so eine Bohrung ohne Überarbeitung genutzt werden? Ja, das ist wahrscheinlich eine Fachfrage für unseren Leiter der Bohrtechnik. Ja, gerne an Herrn Hansen. Also wir gehen schon von einer Betriebszeit dieser Bohrung von 40 Jahren aus. So lange halten diese Bohrungen. Ja, also Mean Time Failure. Wir nennen das Ganze sozusagen nutzbare Zeit oder nutzbare Zeit und Produktionszeit. Und da gehen wir von 40 Jahren aus.
Ein Herrn Himberg hatte auch die gleiche Frage. Wie wird das Potenzial zur dauerhaften Entnahme eingeschätzt? Also ich würde sagen, die Frage ist beantwortet mit rund 40 Jahren. Ja, also das ist natürlich richtig. Die Frage ist ja in gewisser Weise naheliegend, zeigt aber natürlich auch ein sehr gutes Verständnis. Wenn wir sozusagen heißes Wasser aus dieser Schicht, aus über dreieinhalb Kilometer Tiefe fördern, die Wärme entziehen und es dann abgekühlt wieder in den Untergrund einleiten, abgekühlt bedeutet dann etwa mit 60 Grad, dann könnte man ja denken, dass irgendwann sozusagen der ganze Untergrund abgekühlt ist. Aber das ist der Grund, warum wir die Bohrung, die zweite Bohrung, die spätere Produktionsbohrung, ablenken und 1,2 Kilometer entfernt erst in das Reservoir eintauchen lassen. Dann haben wir nämlich eine Fließstrecke von über einem Kilometer, den das Wasser wieder hat, sich aufzuwärmen. Und innerhalb dieses Raumes steht so viel Wärme zur Verfügung, dass man das, so die Modellrechnungen, über mehrere Jahrzehnte eben gut nutzen kann. So kommen wir dann auf unsere Nutzbarkeit oder Dauer von 40 Jahren. Die nächste Frage richtet sich an Thomas Tim Sewicke und sie wird gestellt von Wolfgang Hatscher-Bülk. Er fragt, wie viele Jahre möchte man sich Zeit lassen, um mit dieser Bohrung Erfahrung zu sammeln, bevor man das Konzept auf weitere Standorte im Land Hamburg ausweitet? Es wird ja immer wieder als Pilot charakterisiert. Also da kann ich dazu sagen, im besten Falle gar keine Zeit, sondern das Wichtige ist diese Fündigkeit, die gezeigt wurde. Es gibt also genügend Betriebserfahrung von geothermischen Anlagen in Deutschland. Ich hatte vorhin Neustadt-Lewe angesprochen. Das heißt, wenn wir einmal im Betrieb sind, dann sehen wir da eigentlich auch überhaupt gar keine Punkte mehr, die noch erkundet werden müssten. Insofern, wenn wir hier erfolgreich sind mit dieser Bohrung, können wir aus meiner Sicht direkt im Anschluss beginnen, in Hamburg und um Hamburg zu überlegen, wo weitere geothermische Bohrungen auf Basis der Erfahrungen, die wir dann in Wilhelmsburg erkundet haben, wo das sinnvoll sein könnte. P. Benjamins fragt auch an Sie, Herr Sewicke, hallo, zu welchen Kosten ohne Subventionen kann die Kilowattstunde Heizenergie im Erfolgsfall bereitgestellt werden? Ja, das ist auch schon mal wieder eine große Fachfrage, sehr, sehr im Detail. Aber ich würde die vielleicht so beantworten wollen. Also ökologische Energie ist ja in der Vergangenheit immer auch sehr, sehr teuer gewesen, auch ökologische Wärme. Was man heute sagen kann, ist, dass wir heute mit den Methoden in der Lage sind, das Preisniveau mit unserer hochqualitativen Wärme, ne, die ja sehr wenig CO2 emittiert, am besten überhaupt keine, dass wir damit durchaus vergleichbar auf dem Preisniveau der Fernwärme angekommen sind. Und das heißt, wir werden hier nicht teurer sein können als die anderen Energien, die heute bereits geliefert werden, aber das bei einer höheren Qualität. Aber das Interessante ergibt sich ja dann zusätzlich in der Zukunft, weil wir sehen ja an den Märkten, wie eben die CO2-Preise sich entwickeln, wie Wärmekosten sich entwickeln, wie der Strompreis, wie der Gaspreis sich entwickelt. Und die Geothermie hat eben hier eine Chance, einfach als regenerativ und zu stabilen Kosten für die nächsten 40 Jahre zu produzieren. Und ich würde sagen, das ist doch ein enormer Vorteil für unsere Technologie. Mit welcher Bohrzeit wird denn für die beiden Bohrungen gerechnet, Herr Hansen? Wir rechnen für die erste Bohrung für etwas mehr als 2,5 Monate, 70, 80 Tage. Die zweite, obwohl sie tiefer ist, wird ungefähr die gleiche Zeit brauchen, was ja vielleicht das erste Mal verwundert. Aber in der ersten Bohrung haben wir eben auch viele Forschungsaspekte, zum Beispiel das Kernbohren, und das dauert einfach länger. Dadurch haben wir in etwa die gleichen Zeiträume für beide Bohrungen. Frau Müller, wissen Sie das so ad hoc, wie viele Firmen da ungefähr beteiligt sind? Das, was Sie da gerade erzählt haben, das kam mir so schier und wahnsinnig vor an Technologie, dass ich irgendwie dachte, das wäre ganz interessant zu wissen.
Ja, also tatsächlich kann ich das gar nicht so im Detail alles auflisten, weil wir eben den Bohrtechnik, unseren Bohrleiter haben, der das noch genauer weiß. Aber es sind wirklich, man hat eben diese Mudlogger, die ich schon erwähnt habe, das ist eine eigene Firma. Man hat eine extra Firma, die für dieses Spülungssystem verantwortlich ist, weil diese Bohrspülung, die verändert sich auch. Man muss sie immer an den Druck anpassen, der in der Tiefe und je nach Gestein herrscht. Das wird auch dann ausgewechselt, je nachdem mal. Dann kommen eigene Firmen, die die Rohre bringen. Dann ist es eine eigene Firma, die die Kerne nimmt. Dann ist es eben die Bohranlage, die mit einer riesigen Mannschaft auch an unterschiedlichen Leuten gibt. Es gibt so quasi den Ober-Tool-Pusher, der dann da quasi Joystick-mäßig die Bohranlage bedient. Aber da sind noch ganz, ganz viele andere Gewerke mit dabei. Dann kommen die Logging-Units, das hat der Herr Hansen schon erzählt, also dieses Open-Hole-Logging, wo wir dann eben die Messsonden nach jeder Bohrsektion, bevor die Rohre reinkommen, runterlassen und verschiedenste Messungen machen. Kernbohren ist auch wieder eine eigene Disziplin. Also da könnte ich jetzt immer weiter aufzählen. Das ist wirklich sehr, sehr viel. Also ich kann das Beispiel von der Bohranlage Offshore, die ich gezeigt habe, da waren wir zu 88 Leuten. Damals leider nur 5 Frauen. Ich hoffe, das sieht heute anders aus. Aber selbst wenn dann so eine Bohranlage da auf so engstem Raum mit minimal, aber maximal notwendigen, aber minimal erforderlichen Menschen ist, da ist viel los. Ja, dann muss es also tatsächlich auch immer wen geben, der da die Leute versorgt, weil das ja auch rund um die Uhr ist. Also so eine Bohranlage wird nur abgestellt, wenn sie abgestellt werden muss, weil man irgendwie gerade nicht sicher ist, wo man bohrt, weil es irgendwie was gibt, wo irgendwie eine Gefahr in Verzug ist. Aber eigentlich sind diese Bohranlagen, die kennen keine Feiertage, Tag und Nacht, und da wird halt immer gearbeitet mit, ja, sehr viel. Dankeschön. Adrian Himberg fragt, zunächst wurde der Bohrstart des Projekts um die Jahreswende 2021 angekündigt. Herr Seewecke, woraus resultiert die Verzögerung um etwa ein Jahr? Ja, also eine ganz Verzögerung von einem Jahr ist es nicht. Wir wollten am Ende in 06/21 runtergehen. Also im Sommer wollten wir dann tatsächlich mit den Bohrgeräten im Einsatz sein. Wir haben tatsächlich Schwierigkeiten gehabt bei der Kampfmitteluntersuchung. Wir haben die Kampfmitteluntersuchung muss sehr genau durchgeführt werden. Ich muss dazu sagen, ich bin sehr froh, dass wir die bereits vor jetzt inzwischen einem Jahr angefangen haben. Und wir hatten da tatsächlich nachher eine Anomalie. Das heißt, es gab dann etwas im Boden, wo die Fachleute sagen, so, da wissen wir nicht. So, und zu dem Zeitpunkt hatten wir jetzt auch gerade Corona. So, und das klingt jetzt wie die übliche Corona-Ausrede, aber man darf eben zu Corona-Zeiten keinen Blindgänger bergen. Das heißt, in dem Moment, wo man wüsste, es ist ein Blindgänger, dann müsste er geborgen werden. Und aufgrund der Tatsache, dass wir dafür eben auch Krankenhäuser in der Umgebung etc. hätten räumen müssen, war das zu dem Zeitpunkt nicht möglich. Und wir mussten dann mit sehr, sehr aufwendigen technischen Methoden, zum Beispiel mit Magnetspulen, die auf den Boden gelegt wurden, das Ganze weiter untersuchen. Das Ergebnis war zum Glück nachher ein gutes Ende. Es stellte sich heraus, dass es ein weiterer Stahlträger war, der einfach im Boden von Wilhelmsburg steckte und dort bestimmt seit den Weltkriegen dort unterwegs war. Am Ende haben wir dann Entwarnung gekriegt. Und das andere Thema, was ich nochmal erwähnen wollte, ist tatsächlich auch wieder Corona, aber auch weltwirtschaftsbedingt. Sie wissen, wie schwer Dienstleister im Augenblick zu bekommen sind. Sie haben gesehen, was wir auf dem Bohrplatz inzwischen alles gemacht haben. Aber in jedem dieser kleinen Details steckt natürlich Woche um Woche ein Verstögerungspotenzial. Es ist nicht nur im Privathaushalt im Augenblick schwierig, einen Heizungsbauer oder einen Dachdecker zu bekommen, sondern das gilt für uns in der Energieversorgung genauso. Und insofern, ich möchte gerne am Ende sagen, bin ich sehr, sehr froh, dass wir jetzt diesen Stand erreicht haben. Und wir sind auch sehr froh, dass auch das BMWI dort komplett mit dabei gewesen ist, diese Verzögerung, sagen wir mal, mit uns mitzugehen. Und dass wir jetzt mit unserem Bohrstart Anfang des Jahres schon wirklich das Maximale rausgeholt haben. Eine Frage an Herrn Hansen.
Besteht durch die Bohrung oder die Förderung des Thermalwassers die Gefahr von Erschütterungen, leichten Erdbeben oder rechnen Sie mit anderen Auswirkungen auf die Erdoberfläche wie Hebungen oder Senkungen? Also ich denke mal, diese Frage bezieht sich auch auf die Erfahrung, die ja auch in Süddeutschland manchmal vorgekommen ist zuletzt. Und welche Sicherheitsvorkehrungen treffen Sie? Genau, ja. Vielen Dank. Ich denke auch, es bezieht sich auf die Erfahrungen oder das, was auch in Süddeutschland passiert. Wir haben bereits ein seismisches Monitoring eingerichtet. Das heißt, wir überwachen das, obwohl jetzt ja noch gar nichts stattfindet. Das müssen wir aber machen, um auch erstmal sozusagen den Hintergrundwert festzustellen. Jetzt muss man auch sagen, wir sind überhaupt nicht mit den Verhältnissen in Süddeutschland zu vergleichen. Wenn man sich sozusagen, das ist eine Karte, die kann man auch googeln, sozusagen die Erdbebenwahrscheinlichkeit, die Häufigkeit von Erdbeben aufruft, dann wird man feststellen, dass Deutschland, ohnehin finden in Deutschland wenig Erdbeben statt. Aber wenn sie stattfinden, dann ist es in Süddeutschland oder auch im Oberrheintalgraben. Da hat die Erdkruste einfach einen natürlichen Spannungszustand. Und da kann das schon passieren. Das heißt, die Erdbebenhäufigkeit ist in Süddeutschland einfach von Natur aus etwas höher. Je weiter wir nach Norden kommen, desto geringer wird diese Erdbebenwahrscheinlichkeit. Und wir sind in Hamburg in dem Bereich mit der absolut niedrigsten Wahrscheinlichkeit überhaupt. So etwas gibt es hier praktisch nicht. Und dann, wenn Sie sich vielleicht an meine Präsentation erinnern, das eine Bild, wir sind auch noch am Standort Wilhelmsburg, auch noch in dem Bereich, der am weitesten von den Salzstöcken entfernt ist. Das heißt, hier haben wir auch keine natürlichen Störungszonen. Wir sind wirklich an einer sehr glücklichen Position aus geologischer Sicht damit. Wir erwarten das nicht, wir halten das für sehr, sehr gering. Wenn es Auswirkungen gibt dann auf die Erdoberfläche, dann ist das natürlich im praktisch vernachlässigbaren Bereich und das auch allenfalls im Nahbereich der Bohrung, meint im Meterbereich von der Bohrung. Aber ansonsten werden wir davon nichts merken. Ansonsten muss man auch sagen, selbstverständlich wird das überwacht und sollte sich wieder allen Erwartens und wieder allen Wissens etwas zeigen, dann greifen natürlich die etablierten Sicherungsmaßnahmen. Das heißt, dann würde man abwarten. Aber wir sind wirklich in einer aus geologischer Sicht sehr günstigen Position. Bruno Thielmeier fragt, sind Sie sicher, dass die Gesteinsschicht auf der Teufebene durchlässig genug ist, um einen geschlossenen Kreislauf möglich zu machen? Kurz, kommen Sie ohne Fracking aus. Carsten Hansen. Wir haben alles Mögliche getan, um so sicher wie möglich zu sein. Aber bei aller wissenschaftlichen Kunst wird dabei immer ein Risiko bleiben. Und das nennen wir eben das Fündigkeitsrisiko. Das müssen wir auf uns nehmen. Wir werden das tatsächlich erst dann wissen, wenn wir diese Schicht erreicht haben und wenn wir unseren hydraulischen Test machen oder wenn wir, wie Frau Müller erläutert hat, die Cuttings eben sehen und dann sehen wir auch schon, wie die Permeabilität, das ist der Fachbegriff für die Durchlässigkeit von Gestein, eben untersuchen können. Fracking ist aber nicht geplant. Fracking ist definitiv nicht geplant. Genau. Das ist, und zwar, was versteht man unter Fracking? Fracking kommt ja sozusagen aus dem Bereich der Erdgasgewinnung, das wäre sozusagen dein Bereich. Man auf Tonsteine, Erdölmuttergesteine, Tonsteine, die keine hydraulische Durchlässigkeit haben. Und da müssen sie sozusagen unter hohem Druck Flüssigkeiten einbringen und die sind mit Chemikalien versetzt, um sozusagen Risse aufzureißen und dann sozusagen so Stützkörper-Propans einzubringen, dass diese Risse auch offen bleiben. Sonst sind diese Tonsteine einfach nicht durchlässig. Ja, wir gehen aber gar nicht auf Tonsteine, sondern wir gehen auf Sandsteine und diese Sandsteine haben eben eine gute Permeabilität, eine sehr gute Durchlässigkeit. Wie gut das ist, ich denke, das wissen wir Ende März hoffentlich, aber Fracking ist nicht vorgesehen. Mhm. Würde auch in den Sandsteinen keinen Sinn machen. Mhm. Wie viel Lärm erzeugt die Bohrung denn, fragt Peter Sander, Kerstin Müller. Ja, also
Das ist auch eine gute Frage. Wir sind da ein bisschen begünstigt, weil der Standort in Wilhelmsburg eben kein direktes Wohngebiet ist. Also das ist ja eigentlich ein Industriegebiet. Da gibt es, soweit ich weiß, Grenzwerte von 65 Dezibel. Im Wohngebiet ist es niedriger. Und da bleibt die Bohranlage, ich glaube, in einem Abstand von 200, 250 Metern. Da begebe ich mich jetzt so, ich würde mich nicht drauf festlegen, aber ich glaube, das ist so ungefähr die Größe. Ordnung. Also in 200 Metern Entfernung rund um den Bohrturm ist man da schon drunter. Ja, also von daher ist das macht natürlich, wenn man auf einem Bohrplatz steht, das kann ich wohl sagen, das rüttelt da und da ist irgendwie immer was los. Aber wir haben da keine Beeinträchtigung von irgendwelchen Anwohnern oder so. Und wenn es so wäre, dann gibt es auch noch extra Bohranlagen, wo man Schallwände aufbauen könnte. Das müssen wir aber gar nicht. Und wir haben zum Beispiel auch, um auch wirklich diesen Anforderungen in der Stadt gerecht zu werden, eine schon sehr strenge Vorgaben gemacht an die Bohrunternehmen, was die Bohrturmhöhe angeht. Ja, weil es gibt da auch Vorschriften, dass eine freie Fläche um den Bohrturm herum sein muss, wenn der im schlimmsten Falle umfallen würde, dass da keine Häuser, keine öffentlichen Wege, dass da wirklich niemand zu Schaden kommt. Und um das absolut sicherzustellen, haben wir gesagt, wir wollen auch eine niedrige Bohranlage, weil auch da könnte man das auch umschiffen, indem man eine höhere Bohranlage abspannt. Das ist dann eine Sondergenehmigung, aber wir haben von vornherein gesagt, nein, also wir wollen das ganz sicher machen und safe und arbeiten deswegen lieber mit einem geringer hohen Bohrturm. Und deswegen ist aber auch die Lautstärke dann geringer. Also so werden wir den Anforderungen in der Stadt gerecht. Das ist natürlich wieder im Vergleich zu meiner Vergangenheit. Erdöl- und Erdgasbohrungen, die sind halt oft in sehr entlegenen Regionen, aber da hat man Tanks, da hat man Pipelines, das kriegt man da irgendwie weg. Aber die Geothermie soll ja nah am Verbraucher genutzt werden. Und das hat sicherlich auch dazu beigetragen, dass es natürlich auch lange gedauert hat, so einen tollen Platz zu finden, wie wir ihn jetzt zum Glück gefunden haben. Aber ja, also ich glaube, so ungefähr 65 Dezibel ist in diesem Bereich, da ist ganz sicher die Grenze und die überschreiten wir absolut nicht. Mhm. Herr Hatscher-Böck fragt, wie viel Wärmeleistung kann gewonnen werden, mit welchem Gesamtwirkungsgrad? Herr Sewicke. Also wir haben das vorher gut analysiert. Ich glaube, der Hansen hatte ja gut dargestellt, wie wir vorher uns den Boden untersucht haben. Und damit haben wir da Wahrscheinlichkeiten ermittelt. Und wir gehen davon aus, dass wir dort mit einer Wahrscheinlichkeit, die größer als 80% eben ist, über 10 Megawatt Leistung aus dem Boden ziehen können. Und wenn Sie das Bandfenster hören wollen, das ich dafür wahrscheinlich halte, reden wir über 10 bis 15 Megawatt Leistung, die wir dort rausholen wollen. Die Effizienz übrigens einer Geothermie ist sehr, sehr gut. Eine Effizienz wird darüber bestimmt, wie viel Verluste sie haben. Und die Wärmeleistung kann man im Vergleich zu vielen, vielen anderen, auch fossilen Verbrennungsprozessen sagen, wird eigentlich zu einem Großteil umgesetzt. Wärme geht da nicht verloren. Da ist der meiste Wärmeverlust schon irgendwo in einem Wärmenetz. Und das ist im niedrigen, im ganz kleinen Prozentbereich. Und insofern hat eine Geothermie einfach eine sehr, sehr hohe Effizienz. Und 10 bis 15 Megawatt wäre die Leistung, die wir uns auch wünschen würden als Ergebnis der Bohrung. Können Sie da eine Zahl nennen für den Wirkungsgrad? Annähernd 100%. Aber ich will mich da jetzt nicht festlegen. Da gibt es bestimmt Fachbücher, und wo das noch mal genauer beschrieben ist. Aber Geothermie ist da ein absoluter Spitzenreiter. Mhm. Malte Schwanebeck fragt, gibt es Analysen, nach welchem Zeitraum das bei der Bohrung für die Baustelle erzeugte CO2, also zum Beispiel der Energieeinsatz für Beton, Stahl, Transportmaterial, durch die geförderte Wärme ausgeglichen wird? Die Frage richtet sich an Carsten Hansen und Herr Sewicke, Sie können gerne ergänzen. Ja, das ist eine gute Frage, weil es ist spannend und kann man gut ausrechnen, aber ich kann ich Ihnen jetzt leider spontan nicht weiterhelfen. Thomas Stimm, hast du da eine Antwort? Haben wir das mal? Also Tatsache ist, kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern, wie das ist. Aber kann vielleicht eins dazu sagen. Diese Diskussion ist richtig.
dass sie auch geführt wird in der Priorisierung von Technologien. Auch in der Photovoltaik wurde immer gefragt, wie schaut es denn eigentlich aus? Und ich würde an der Stelle, also da kann man jetzt noch mal lange recherchieren und gerne können wir das auch entsprechend noch mal nachreichen an anderer Stelle. Aber wir müssen mal überlegen, dass so eine Anlage hier über 40 Jahre laufen soll. Und da, das ist also, wir reden gerade über ein halbes Menschenleben. Und es gibt kaum eine vergleichbare Anlagentechnologie, die eben, sagen wir mal, so lange laufen und im Betrieb laufen würde. Also wenn Sie heute einen Gaskessel kaufen, dann muss der nach 8 Jahren ausgetauscht werden, nach 10 Jahren. Ne, ein BHKW, ähnliches. Und das gibt mir einfach letztendlich die Gewissheit, dass wir hier durch die lange Laufdauer, also auf jeden Fall einen sehr, sehr, sehr positiven Beitrag für die 2 Emissionen haben werden. Und das ist auch letztendlich, sind für mich gültig hier die Kennzahlen des UBI, die eben ansetzen, wie viel CO2-Emissionen der Geothermie zugerechnet werden. Sie wissen, dass das bei Kohle und Gas Zahlen sind von über 100 Gramm je Kilowattstunde. Und wir sind hier eben eigentlich nahe bei der Null im ganz kleinen zweistelligen Bereich unterwegs. Es gibt Pumpenenergie, die aufgewendet wird. So, und ich sag mal so, die offiziellen Zahlen wären hier das, was da für mich wirklich gültig wäre dazu. Eine konkrete Zahl habe ich Ihnen leider jetzt auch nicht, bin ich ein bisschen etwas überrascht im Augenblick. Das ist vielleicht auch was, also sollten Sie noch weitere Fragen haben oder vertiefende Fragen, können Sie gerne E-Mails schicken und zwar an info@iw3-hamburg.de. Ja, noch eine letzte Frage an Carsten Hansen und Thomas Tim Sewicke von Adrian Himberg. Sind bzw. wann sind weitere Geothermieanlagen geplant? Wie präsentiert, gibt es bereits Erfahrungen mit tiefen Geothermie im Norden? Wie bereits präsentiert? Norden. Ja. Welche Erfahrungen gibt es im Norden und wann sind weitere Anlagen geplant? Also ich würde da vielleicht mal generell erst noch mal was dazu sagen wollen, weil ich weiß, dass Geothermie immer wieder in Hamburg auch diskutiert worden ist, in verschiedenen Stadtteilen. Dabei muss ich gleich dazu sagen, im Norden wäre mir das gar nicht so bekannt, aber ich weiß, dass Diskussionen im Süden von Hamburg immer wieder geführt worden sind. Und die Antwort im Augenblick ist relativ einfach. Wir, und das ist auch die Antwort der Politik hier gewesen, wir müssen jetzt in Wilhelmsburg an dieser Stelle einmal zeigen, was es funktioniert. Und wir werden aus den Erkenntnissen, ich finde, mehr als der Carsten Hansen dargestellt hat, kann man eigentlich auch nicht zeigen, um zu sagen, welche Erkenntnisse wir alles gewinnen werden. Und diese Antwort, die jetzt gesucht wird, wo würden wir denn danach weitermachen? Die hängt ganz definitiv vom Ergebnis unserer Bohrung ab und auch den Erkenntnissen daraus. Insofern sehen Sie mir nach, dass wir jetzt an der Stelle nicht der nächste Stadtteil ist dann das und dann muss man dahin gehen. Dafür haben wir jetzt viel zu lange an diesem Projekt gearbeitet und ich freue mich einfach, dass wir jetzt diese Chance nutzen, das zu machen. Ich kann Ihnen sicher sagen, dass wir, wenn wir dabei erfolgreich sein werden, auch die Unterstützung der Politik haben hier an der Stelle zu sagen, ja, das muss dann irgendwo auch weiter untersucht werden und da wird dann nicht viel Zeit vergehen. Da bin ich mir relativ sicher. Aber nochmal, 2022 brauchen wir jetzt erstmal, um das Know-how einzusammeln. Dankeschön, Herr Sewicke, Herr Hansen, Frau Müller. Sie haben super Rede und Antwort gestanden. Herzlichen Dank auch nochmal für Ihre Fragen. Wie gesagt, wenn Sie noch weitere Fragen haben, können Sie sie auch gerne an info@iw3-hamburg.de schicken oder Sie klicken auf der IW3-Seite oben auf Kontakt. Da ist auch ein Kontaktformular. Herzlichen Dank nochmal. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ja, wer noch immer neugierig ist, kann sich unter dem Video für den Newsletter anmelden. Und die neuesten Entwicklungen auf der Baustelle können Sie im Bautagebuch angucken. Und das finden Sie unter www.geothermie-wilhelmsburg.de. Besten Dank an das Team von Hamburg Energie. Ihnen vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Machen Sie es gut. Tschüss.